Vorschau zeigt eigentlich die Farbsituation, also was ist an dem Ziel. Okay, das geht mehr aus, das Ergebnis. Aber wir haben auch den Farbauftrag, das heißt den Gesamtfarbauftrag aller Farben. Und hier haben wir hier eine Grenze. Man sagt, bei normalen Papieren, also bei ungestrichenen Papieren, könnte man bis zu einem Wert von 100 Zeitungsdruck liegt das deutlich geringer bei 42. Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich also ein starkes saugendes Papier habe, sozusagen, dann sind alle Bereiche, die als rot gekennzeichnet sind, werden also fast schwarz. Also es ist eine Unverhältnismäßigkeit. Die Farbwirkung geht also mit der Helligkeit und Verlauf. Je dunkler die Farbe, desto weniger dunkel ist es. Absätze 20 habe ich stattdessen Kunstdruckpapiere von 30 Prozent wird dieser Bereich eingehalten. Das heißt, wir haben tatsächlich Differenzierungen zwischen diesem dunklen Schwarz, dem Hintergrund, diesem gräulichen Schwarz. Das Ganze kann also mit Druckfarben umgesetzt werden. Schwächen gibt es eindeutig im Grün- und Orange-Bereich, manchmal aber auch im Türkis-Bereich. Wir sehen also, Druckfarben erzeugen an dem Sinn auch schon. Sie haben aber Schwächen, besonders im Grün- und Orange-Bereich. Auch im Blau-Bereich gibt es wenig Differenzierungen. Hier bräuchte man dann Thank you.
Dafür wird es natürlich auch Sterne, besonders im blauen Bereich, im grünen Bereich und im roten Bereich, werden sehr farbintensive und leuchtende Farben erzielt. Wenn Sie das mit Druckfarben vergleichen, dann sehen Sie genau das Gegenteil. Druckfarben haben genau die Schwäche, rot und blaue Schattierungen gut darzustellen. Also, hier gibt es tatsächlich deutliche. Nie ma żadnego zaznaczenia, nie wiem. Nie ma żadnego zaznaczenia. Die HKS 40 verwenden wollen, die sagt,